Heute sprechen wir darüber, wie du dich für die letzte mündliche Abiturprüfung nochmal so richtig motivieren kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du die Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Heute mal wieder eins eurer absolute Lieblingsthema. Leo, ich habe keine Motivation. Hilf mir. Und das ist natürlich speziell für die letzte mündliche Abiturprüfung nochmal ein Riesenthema, weil ihr seid schon echt lang im Lern- und Prüfungsmodus und irgendwann ist einfach so, oh, kann das nicht einfach vorbei sein. Und das ist vollkommen verständlich, aber speziell für die letzte mündliche Abiturprüfung kann man sich einfach nochmal richtig pushen. Da gibt es drei super Methoden dafür, die eben im Prinzip auch nur für die letzte mündliche Abiturprüfung funktionieren. Und deswegen lassen die drei Methoden reinstarten, damit ihr einfach die Energie habt und Bock drauf habt, nochmal geil zu lernen und nochmal geil zu performen. Methode Nummer 1. Die Motivation hängt immer von deinem Skill ab. Was bedeutet das? Es ist nachgewiesen, dass je besser du in einer Sache bist, desto mehr Spaß hast du daran. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr beispielsweise, keine Ahnung, Brettspiele mit der Familie oder so spielt, ihr habt tendenziell eher mehr Bock auf Spiele, in denen ihr gut seid. Genauso Computerspiele oder Sportarten. Ja, es bockt sich einfach, wenn man gut drin ist. So ist es einfach. Und dadurch, dass ihr jetzt wirklich, ihr habt schon 4 Prüfungen, zumindest all die jetzt aus Bayern kommen und anderen Bundesländern dürft es eher nicht sein. Ihr habt jetzt 4 oder 3 Prüfungen wirklich schon hinter euch. Ja, ihr habt die jetzt einfach schon hinter euch. Ihr kennt den Abiturprozess, ihr habt sogar schon eine mündliche Abiturprüfung hinter euch. Ihr wisst auch, wie das abläuft. Ihr seid jetzt im Prinzip, so gesagt, wirklich die Experten. Ihr seid jetzt wirklich die Experten. Ihr kennt die Abläufe, ihr wisst, worauf es drauf ankommt. Ihr habt euch sogar nochmal bewusst gemacht aus dem letzten Video, was kann ich besser machen. Ihr wisst jetzt wirklich, worauf es drauf ankommt. Das heißt, ihr seid jetzt wirklich die Pros eigentlich, okay? Ihr seid die Pros. Da kann euch jetzt eigentlich nicht mehr viel überraschen. Und wenn ihr euch das bewusst macht, dass ihr diese mündlichen Abiturprüfungen und generell die Prüfungen jetzt einfach drauf habt, überlegt euch mal, wie viele fucking Prüfungen ihr in eurem Leben jetzt schon geschrieben habt. Wird auch echt Zeit für die letzte. Und dann kommt das Studium. Aber darüber wollen wir jetzt erstmal nicht nachdenken. Sondern seid euch wirklich bewusst, ihr seid jetzt wirklich die Prüfungsmaster. Und dann habt einfach Bock zu performen. Habt einfach Bock darauf, jetzt abzurufen, weil ihr einfach wisst, wie das Ganze schon läuft. Methode Nummer 2. Du bist jetzt eh schon im Lern- und Prüfungsflow. Und deswegen mach dir bewusst, dass es einfach mega zur Gewohnheit ist. Das ist ja auch das, was ich eingehend gesagt habe. Und was eigentlich auch ein großer Grund ist, warum viele sagen, sie haben keine Motivation mehr, weil sie jetzt schon so viel gelernt haben. Weil sie jetzt schon so viele Prüfungen hatte. Und das stimmt gewissermaßen. Aber in den wenigsten Fällen, das merke ich persönlich bei mir immer, es hängt nicht so krass davon ab, wie viel du machen musst, sondern es hängt viel stärker davon ab, wie sehr du es gewohnt bist. Und klar ist es jetzt vielleicht für die letzte Prüfung auch nochmal einiges zu lernen. Klar ist, die Prüfung ist nochmal eine große Sache. Aber du bist es schon gewohnt. Wir Menschen sind ultra krasse Gewohnheitstiere. Keine Ahnung, wie viele Kilometer sind wir beispielsweise früher gelaufen? 30, 40 Kilometer an einem Tag? Das wäre für uns jetzt absolut krank, das jeden Tag zu machen, okay? Aber nicht, weil es so krass ist. Natürlich ist es auch krass, aber das ist nicht der Grund, warum es für uns jetzt so unvorstellbar ist, sondern einfach, weil wir es nicht gewohnt sind. Für die Leute früher war es das Normalste von der Welt. Klar mussten die sich auch anstrengen. Ich meine, die haben ja auch theoretisch jeden Tag so Existenzminimum gelebt. Ja. Aber sich klar zu werden, es geht bei allen Dingen nicht darum, wie schwer es ist, sondern wie sehr ich es gewohnt bin. Und ihr seid diesen ganzen Prüfungsmodus noch nie stärker gewohnt gewesen als zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen seid euch bewusst, ich bin voll in dem Flow drin, ich bin voll in dieser Gewohnheit drin. Deswegen wird es im Prinzip sehr, sehr einfach sein, einfach in Anführungsstrichen, ich weiß, aber einfacher sein, mich jetzt nochmal hinzusetzen, weil ich das sowieso schon den ganzen letzten Monat gemacht habe, vielleicht habe ich zwischendrin meine Pause gemacht, hat vielleicht auch gut getan, aber ich bin es gewohnt und deswegen wird es für mich sehr, sehr viel einfacher sein. Und die dritte Methode ist natürlich die Methode, die euch alle denkt, hell fucking yeah, danach ist es vorbei. Danach ist es einfach vorbei. Danach ist es einfach vorbei. Das ist einfach die größte Motivation ever. Okay, ever, ever, ever. Ich kenne das ja vom Triathlon, ja. Also Triathlon, als ich noch das auf Bayern Cup Niveau oder so gemacht habe, was war die Strecke, die wir immer hatten? 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und dann 5 Kilometer laufen. Alles am Stück in so gut einer Stunde ungefähr. Und das ist so
anstrengend, weil du es halt auch mega schnell machen musst und gegen andere, die auch mega gut trainiert sind und so weiter. Und zwischendrin konntest du mal voll abkacken, okay? Du konntest mal voll abkacken. Laufen, Kilometer 3 oder so, es ging gar nichts mehr. Aber, in dem Moment, wo du einfach auf die Ziellinie kommst, da hattest du alle Reserven. Oder Ben? Ja? Weil Ben macht doch Triathlon. Wenn du am Ende bist, wenn es, du weißt, du kannst danach theoretisch einfach ins Ziel fallen, bist tot und dann Feierabend. Und genauso ist es mit der mündlichen Abiturprüfung. Du kannst dir den Lernkater deines Lebens im Prinzip holen. Vollkommen scheißegal. Solange du diese mündliche Abiturprüfung fertig gemacht hast, ist over und dann kannst du machen, was du willst. Deswegen zieht diesen Schlusssprint im Prinzip einfach nochmal durch. Feiert euch danach, dass es einfach over ist. Und dann ist perfekt. Ich hoffe, mit den drei Methoden könnt ihr nochmal sehr, sehr viel Motivation für die letzte mündliche Abiturprüfung holen und tanken, damit ihr die dann letztendlich crushen werdet. Ich beende meine Videos immer so schnell. Eigentlich müsste ich immer so nach Like und Abo und so fragen. Macht das mal, wenn ihr darauf Bock habt. Keine Ahnung. Ansonsten, ich glaube wie immer an euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Leo, du musst jetzt ganz bewusst dieses Video aufnehmen. Shoutout an alle, die diesen Outtake und Insider verstehen. Schreibt es in die Kommentare. One way, so I never go the wrong way.